Ja, wir haben durch die Pandemie und durch den damit einhergehenden Lockdown haben wir eine eklatante Steigerung von 10 auf 40% von Arbeitnehmern und Mitarbeitern im Homeoffice erlebt. Ja, und das wird uns natürlich noch relativ lange begleiten und wird natürlich auch so bleiben bis zu einem gewissen Grad. Wir haben 4 spannende Blöcke vorbereitet. Einer, glaube ich, der ganz wichtig ist, und das zeigt auch die mediale Aufbereitung der letzten Tage zum Thema Arbeitsrecht. Wie läuft das ab? Wie bin ich versichert? Wie kann das ablaufen mit zu Hause? Arbeiterkammer hat ja das auch in den letzten Tagen schon kommuniziert, dass man da die rechtlichen Lösungen dazu finden muss. Ja, wir haben einen Blog dazu zum Thema technische Abwicklung. Was sollte ich haben, damit das möglichst realitätsnah wirkt? Ein bisschen Informationen zum Thema, wie mache ich das oder welche technischen Gadgets gibt es dazu. Ja, also ich glaube, wir haben eine umfangreiche Themenfassung dazu gefunden, um alle zu unterstützen und ihnen ein bisschen einen Input zu geben, wenn ich mich jetzt im Homeoffice verbessern will oder wenn ich jetzt erst gerade damit anfange. Also es sollte eigentlich für alle was dabei sein. Alle Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien können sich dazu anmelden. Wir freuen uns, je mehr, desto besser. Es wird auch dann im Nachhinein so sein. Man kann das auch dann, wer keine Zeit hat zu dem Termin, auch sich dann im Nachhinein noch anhören. Und das Ganze über die Homepage der Wirtschaftskammer Wien, bei uns über die Sparte Information und Consulting. Ich glaube, dass dieses Thema uns sehr wesentlich begleiten wird. Ich glaube, dass wir viele Veränderungen in der Arbeitswelt sehen werden. Ich finde das auch gut so. Wir haben natürlich durch Homeoffice, im Lockdown, wir haben deutlich weniger Verkehr. Das ist für die Umwelt gut. Ich glaube, dass sich viele, und das weiß ich aus meinem eigenen Betrieb, meine Mitarbeiterinnen sich natürlich die Anreise nach Heimreise ersparen. Also auch wir haben da so ein Mischsystem bei mir gefunden. Und das kommt wahnsinnig gut an, das führt zu einer gewissen Zufriedenheit, daher glaube ich, dass das bleiben wird. Wir werden sicher durch Videokonferenzen werden wir erleben, dass die Reisetätigkeit generell weniger wird, sowohl national als auch international. Also wie schon erwähnt, Dinge, die auch der Umwelt gut tun, wird uns sicher weiter beschäftigen. Wie es Auswirkungen auf den Büromarkt haben wird, auf den Wohnungsmarkt, also auch ein Thema, das bei uns eine Fachgruppe, die bei uns in der Sparte Information und Consulting vertreten ist, werden wir erst mittelfristig sehen, aber begleiten wird es uns auf jeden Fall noch viel länger.